Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist MAJ Gangsterboss mit am Start. Ich freue mich, dass du hier bist. Dankeschön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, Manas. Der Breiteste aus Duisburg. Ja, Mann. Zwei Duisburger Jungs, Alter. Und Icon 4 hast du mitbekommen? Icon 4 habe ich mitbekommen, habe ich auch verfolgt. Und yeah. Was ich nicht verfolgt habe, habe ich nachträglich mir auch nochmal reingezogen. Krass. Auf jeden Fall sehr starkes Format, was ihr da aufgezogen habt. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Was waren da Künstler, die für dich, oder was waren deine Lieblingskünstler von Icon 4? Hast du da welche? Ja klar, also auf jeden Fall Bobby Van Damme. Mhm. Ne? Den habe ich auch schon zu Zeiten von Instalent übelst gefeiert. Und ich habe den auch ein paar Mal im Studio getroffen und ist sehr, sehr lieber Junge. Mhm. Und ein sehr starker Künstler auf jeden Fall. Mhm. Außer Bobby hast du da? Doch, da war noch dieser Dorian. Dorian, ja. Ja, den fand ich auch sehr cool. Mit dem habe ich auch ein paar Mal auf Insta geschrieben. Ja. Hab den auch Props gegeben. Die beiden fand ich so richtig cool. San Andreas war auch richtig cool. Der hat auch gewonnen. Ne? Ja, 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 richtig, richtig. Ja, technisch sehr stark auf jeden Fall. Also waren sehr, sehr viele gute dabei. Mhm, safe, auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du zu den Icon 5 Bewerbern sagen wirst. Ja, Mann, ich bin gespannt. Du kannst wirklich ruhig knallhart sein. Okay. Ne, wenn du sagst Müll, dann direkt skippen. Ja. Ne? Ja. Aber lass uns auf jeden Fall gucken, dass wir denen eine Chance geben. Vielleicht kommen sie ja nach ein paar Sekunden. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, achso, sorry, ja, sag. Ich bin auch der, also ich sage, meine Meinung ist ja auch nicht maßstabgebend. So, ist halt immer eine Geschmackssache. Ich finde, Musik ist allgemeine Geschmackssache. Ich habe auch schon viele Künstler gesehen, wo ich persönlich gesagt habe, das kann nichts werden oder so. Und zwei Jahre später waren die ganz oben, so weißt du. Also ich finde, Musik ist immer eine Geschmackssache. 100%. Und jeder hat auch die Möglichkeit, an sich zu arbeiten und sich zu verbessern. Ne? Aber Bruder, man muss ja auch sagen, so, du gehörst ja schon zu den OGs so von Deutschrap. Ja. Deswegen kannst du ja auch sagen, worauf es ankommt bei Newcomer. Vor allem rap-technisch so. Genau, zumindest aus meiner Sicht. Ja, 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 100%. Safe. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in den ersten rein. Let's go. Bügel das für immer, Chani drin im Cup, ich rede mit Gott, doch bin ein Sinner. Erzähl mir nix von Hustle, guck, wir frieren nicht nur im Winter. Doch ab heute hol ich mir alles, sag, wer will mich daran hindern. Beginn wieder von vorn, doch ich mach doch mal ganz genauso. Bloß diesen einen Song, der uns dann endlich mal hier rausholt. Kein Cap, die Bitch hat Stil, der Bad Brasil wie Sao Paulo. Mein Flow ein Projektil, ich bringe das Ende wie ein Outro. Sie wollen noch mehr von I, doch bin fixiert auf wie man Kohle macht. Und mach's, was du laberst, ist nicht zu fassen wie ein Hologramm. Halt mich vom Wasser ab, ich mache deinen Logenplatz zum Todestrakt. Ohne Flachs, deine Strophen gelogen, du schießt den Vogel ab. Pussy, ich kann sehen in deinen Blicken, du musst neidisch sein. Doch das hier ist ein Fulltime-Hustle, keine Zeitarbeit. Ja, ich hab gecheckt, jetzt meine Weste sollte ne weiße sein. Aber für Reue hab ich keine Zeit, Mann, ich bin infinite. Stark, Mann. Der erste Künstler, du kannst das Wort beginnen bei dem allerersten Künstler. Also ich muss sagen, der erste Künstler hat mich auf jeden Fall schon überzeugt, ne? Also es ist so ein Oldschool-Beat und der flext da sehr gut drüber. 100%. Reimer on top, Vergleiche on top, sehr sauber gerappt. Mhm. Optisch sieht der, ist jetzt vielleicht nicht der auffälligste Typ so, aber ist gut angezogen und krass, so. Krass, du bist der Erste, der sofort darauf achtet, ne? Ja. Und das ist auch ein Kriterium, was wir hier bewerten müssen. Optisch. Ah, okay. Und du bist der Allererste, der darauf sofort achtet. Ja, das ist halt so, es zählt am Ende auch das Gesamtpaket. 100%. So, weißt du? Er ist, hat sich, kann ich schon mal ein bisschen sehen? Ja klar. Achso, ja klar. Erreichbar für die Vögel, das für immer. Chani drin im Cup, ich rede mit Gott, doch bin ein Sinner. Erzähl mir nichts von Hustle, guck, wir frieren nicht nur im Winter. Doch ab heute hol ich mir alles, sag, wer will mich da. Ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, der sieht irgendwie scheiße aus oder so. Also er ist auf jeden Fall, kommt gut rüber. Mhm. Und ich finde, das ist für eine Bewerbung ein super Video. Ja. Und auf jeden Fall sehr stark. 100%. Ja. Safe. So, und wir machen das dann immer so, dass, also, das ist jetzt mein Account, deswegen muss ich mein Voting abgeben, wie ich den finde. Mhm. Es gibt brandneu, optisch und Technik, zum Beispiel Flow, Ohrwurm oder Lyrics. Ja. Bei brandneu würde ich zum Beispiel sagen, es ist jetzt nichts, was du noch nie gehört hast, richtig, aber es ist halt zeitgemäß und aktuell, deswegen gebe ich da eine 3 im Mittelfeld. Mhm. Optisch würde ich tatsächlich auch eine 3 geben. Mhm. Der Bruder ist fresh angezogen, aber da kann man noch ein bisschen mehr draufpacken für Image und so. Safe. Flow fand ich den miese gut, Bruder, da gebe ich den tatsächlich eine 5. Mhm. Ohrwurm hat sich nicht, deswegen gebe ich da eine 1. Aber ist er auch gar nicht in deinem Kopf geblieben so, nachdem du den Song gehört hast? Ja. 1 ist schon hart, würde ich sagen, ja. Ach komm, gib dem Bruder eine 2. Ja, okay. Und
Lyrics würde ich auch so eine, zwischen 4 und 5 bin ich am... Also Lyrics würde ich ihm schon eine 5 geben. Ja, da bin ich also auch am überlegen. Das ist schon auch stark, ne? Sehr durchdacht und so. Man merkt auch auf jeden Fall, der rappt nicht seit einer Woche oder so. Ja. Der ist auf jeden Fall... Also ich kenne den gar nicht, weiß jetzt nicht, wie alt der ist oder so, ja, aber... Das stimmt. Das sind auch keine sinnlosen Sätze, so, ne? Genau, also das ist schon auf jeden Fall guter Rap. Der nächste Künstler heißt Izzo. Let's go. Keine Freunde, weil sie Cash, ey. Und bei euch fliegen nur Fäuste. Classic als Wessen, wie ich im Shady Share. Fluss im Perverser als ein Babygirl. Jeder Kanake wird Manager, jeder Kanak wird ein Entrepreneur. Du bist ein Keg, der sich mit paar Honis Fotos und Pushing. Als ist so witzig, erzähl mir nicht von deinem Daily Life und auch bitte nicht von Business. Pussy. Du willst mit mir diskutieren, Rhythmen, mein Flipfinger ist kein Joe. Wir wissen, du bist ein Playboy, Bro, aber deine Ho wäre gerne mit dir so. Ich schau, was ich will, ich shoppe den Scheiß. Ich rocke mein Style, I live my life. Für Girls in no time, ich hoffe, du weißt, wer bekommt, bist du leiser. Lass eine Fashion Talk sein, für deine Kachen Geschenke Korb ein. Digga, du ackerst die Rente, bist der Affe vom End. Du bist inkompetent und... Ja, find ich persönlich sehr interessant, ne? Hm. Der, ist auch jetzt nicht neu, weil man merkt halt, wie er die Aussetzer lässt, wie er mit der Stimme die gezielt einsetzt, die Pausen. Betonung. Die Betonung, richtig. Ich finde den sehr interessant, ist jetzt auch was etwas Neueres aufgrund der Stimme und so, wie der damit spielt. Ist jetzt nicht überkrass, aber ist auf jeden Fall ein cool. Überdurchschnittskandidat. Ist gut, ja. Ist cool, ja. Ich fange erstmal optisch an. Optisch fand ich den jetzt nicht so interessant. Ja. Da ist auf jeden Fall safe Luft nach oben. Ja, der stand da eigentlich nur, deswegen würde ich dann eine 2 geben, würde ich sagen. Ohrwurm hatte ich jetzt auch nicht so krass, würde ich auch eine 2 geben. Flow fand ich wiederum gut, ne? Ist okay, würde ich über den Durchschnitt geben, so eine 4. Lyrisch, ja, war auch ein... Ist okay so, ne? Okay, ja, würde ich eine 3 geben und brandneu, weiß jetzt auch jetzt nicht, ultra brandneu, ich würde da eine 3 geben. So. Finde ich das fair. Ist okay. Ja. Okay. So, der nächste Künstler ist Hasuna Badawi. Ja. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Ja. Der ist auch hier, der Tim, unser Manager, der ist auch mit seinem Manager gut befreundet. Okay. Auch schöne Grüße an Danny und an Hasuna. Super Jungs, ehrlich. Super Jungs. Also ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, aber habe bisher nur Positives von ihm gehört. Und ich sehe den auch immer auf TikTok. Ja, da ist er sehr aktiv. Der ist auf jeden Fall präsent und Der macht außerhalb von der Musik auch schon vieles richtig, muss man sagen. Richtig. Ohne dass er viel Musik gemacht hat, kennt man den und das hat viel Einfluss auf seine Musik. Genau, er ist auf seinen Social-Media-Kanälen aktiv, was auch sehr wichtig ist. Ja. Und das vergessen viele, ne? Also viele sagen auch immer so, der rappt doch nicht gut und das ist unfair, dass so einer bekannt ist. Aber es kommt halt nicht immer nur auf die Musik an. Das ist das. Sondern es ist wirklich das Gesamtpaket. Ja. Und der weiß sich zu vermarkten, ne? 100%. Ich hab' immer wieder so eine kranke Melodie. Ich fühle mich high und ich fliege so wie Aladdin. Greife deine Mannschaft an und bleibe immer. Ich hab' schon gesehen. Wie bitte? Dieses Video hatte ich schon mal auf TikTok gesehen. Ja, ja. Assassin. Ich will Para machen, aber Gott wie Batabin. Ghetto, wir leben sind immer im Ghetto. Ghetto wird geflext und ein Grund, aber alles im Ghetto. Weißt du, was schade ist? Das war's. Dass das so kurz ist. Das sind doch nur 20 Sekunden, ne? Ja. Aber das ist schon geil, finde ich. So. Ja, weißt du, was ich meine? Vor allem sein Auftreten, diese Grills, so, der bleibt im Kopf, den vergisst 100%. Du nie wieder. Weißt 100%. Du, also optisch. Auch, ne? Guck mal, der ist, wenn ich darf, also wenn ich jetzt. Ne, normal, ja, klar. Der ist gut angezogen. Ja. Der ist selbstbewusst, muss man sagen. Der benutzt eine Hook, die man kennt, ne, hat die halt gecovert, aber auf seine Art und Weise finde ich auch nicht cringe, wie er das macht, sondern das hat Attitüde so und Ohrwurm-Charakter auch. 100%. Ja. Und er weiß sich zu bewegen. Ja, 100%. So. Der spielt mit der Kamera. Ja, Mimik. Rap kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es ist ja wirklich nur ein Teil vom Refrain auch. Ja. Aber die Sachen, die ich von ihm gehört habe im Vorfeld, was hier eigentlich nicht bewertet werden darf, aber das war schon alles sehr stark. Ach so, hast schon was von ihm gehört? Ja, ich habe auf TikTok öfter Sachen von ihm gehört und der kann auf jeden Fall was. Ach krass, okay. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Genau. Okay. Aber das spielt hier, glaube ich, keine Rolle. Nee, nee. Aber wenn du sagst so, das ist ein guter Künstler und der kann auch mehr als hier beispielsweise, dann ist ja Potenzial in ihm, weil dann kann man ihm auch mehr Punkte geben. Ja. So. Das war bei Bobby beispielsweise auch so. Man hat voll viel Potenzial in ihm gesehen und dann hat er direkt meine Joker-Karte bekommen. Ach, weißt du? Geil. Ja. So, dann würde ich anfangen bei optisch. Optisch, ja, kann 6. Ich nur zwischen 5 und 6 eigentlich. Ich würde tatsächlich eine 6 geben. Ohrwurm,
das kann man hier eigentlich gut bewerten. Mhm. Ne? Würde ich in so eine zwischen 4 und 5 tendieren. 5 sogar. Ja, ich bin auch am überlegen. Eine 5 gebe ich denen. Lyrisch war jetzt nicht das krasseste, muss man sagen. Ne? Da war jetzt nicht viel. Ja, eben. Halt nicht viel. Eben, aber deswegen kann ich auch nicht viel bewerten. Deswegen muss ich dem da im Mittelfeld geben, weißt du? Ja. Ganz fair. Flow hat man jetzt auch nicht, ne? So sehr. Ja, war doch gut, oder? Das, was man gehört hat. Ja, zum Flow gehört auch so die Betonung und so. Ne? Alles so dran würde ich auch so eine 3 und 4. Fehlt halt der Rap-Part. Richtig, so, ne? Aber so. Würde ich auch eine faire 3 geben. Ja. Ne? Ja. Hat er es bewusst gemacht? Vielleicht ist das auch so, vielleicht wollte er noch nicht so viel von sich zeigen. Wahrscheinlich. Oder so, ne? Vielleicht gar nicht mal so. Und brandneu? Brandneu ist es eigentlich. Ja. So, deswegen würde ich auch eine 5 und 6 geben. Irgendwas dazwischen. Das ist sehr modern auf jeden Fall, ja. Ja, was sagt ihr? 5. Hätte ich auch gesagt. Ne? Ich sag auch 5, 6. So. Ja, ist eine faire Bewertung. Das ist eine super Bewertung. Ja, safe. Auf jeden Fall ein guter Kandidat. Also ich denke, der kann sehr weit kommen. Ja, glaub schon, der wird auch, glaube ich, ein Zuschauerliebling. Sie machen mir Angst, hängt sie sich, schwingen sich um meinen Hals. Meine Seele ersteht vor dem Fall. Herz am Rasen, ich spüre nur Enge, mir fehlt ja der Platz. Nachts unterwegs und der Teufel ist wach. Stimmen im Kopf, sie geil nach Macht. Den Glauben verloren, wir beten für Geld, aber nicht für Vergebung. Die Psyche zu schwach. Blick in den Spiegel bis hin in die Seele, wie soll ich mich finden? Gebrochen am Boden, ihr hörst es ja auch. Die Stimme, sie schreit. Du wolltest den Weg, bezahl auch den Preis. Das war doch dein Traum eines Tages, dein Leben zu leben. Jetzt bist du ein Teil. Es geht hier um Image, jetzt pushen vor Acht und die Augen, sie strahlen von Nein. Ihr Herz ist wach. Körper schläft, Mama finde Ruhe erst, wenn sich diese Schlüsse drehen. Der Dämon lebt, es gibt kein Break, er singt die Melodie in meinem Kopf. Ich seh, wie er vor mir steht. Ach, das war schon. Abwarten zu rauchen, ja. Oh. Ja, komm, dann kannst du jetzt wieder als nächstes anfangen. Also auf jeden Fall, was man sagen muss, von der Körperstatur kommt er mir auf jeden Fall am nächsten. So. Von der Musik her ist es nicht persönlich so mein Geschmack. Okay. Er kann auf jeden Fall gut rappen, so, das muss man sagen, das kann man ihm nicht abstreiten. Ja. Ist jetzt aber nicht etwas, was ich mir privat geben würde. Mhm. Und ja, das ist so meine Meinung. Nee, das ist das ja auch. Es ist jetzt, es gibt das halt, was ich immer meine mit Geschmack, weißt du, Musik ist eine Geschmackssache. Und ich würde mir sowas halt privat nicht geben. So, weil ich, wenn ich Mucke höre, ich will einfach fahren, hören. Das muss mir irgendwas geben. Gute Laune so, erzeugen, genau, ne? Richtig. Und das ist das, ich finde auch viele Künstler können teilweise rappen und spitten, das ist ja gar keine Frage. Mhm. Aber viele haben kein Gefühl für gute Songs. Richtig. Die Struktur eines Songs fehlt dann einfach, weißt du? Was man jetzt, vielleicht sind auch Leute dabei, die zu uns sagen, so, ey, ihr habt keine Ahnung, weil die genau vielleicht sowas hören möchten. Ja, gibt's ja auch, klar. Weil das ist ja auch so, er spricht da Themen an, so, die auch aktuell sind und mein Geschmack ist es auf jeden Fall nicht. Ja, klar. So, brandneu würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, es ist eine 2 in meinen Augen. Ja. Optisch, ja, der Bruder ist halt nahe gebaut zu dir, würdest du sagen. Ja, das ist jetzt auch aber so, jetzt so vom Auftreten. Das ist jetzt auch mit so einem Champion-Shirt da zu stehen, das ist jetzt auch so, wenn man sich auch für etwas bewirbt, so, weißt du, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt, also man kann sich auch ein bisschen Mühe geben, so, weißt du, auch vor allem, ist das bekannt, dass man solche Sachen bewertet? Kleidung? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also war das vor der, ich meine, die Leute sehen das ja, dass ihr hier auch die Optik bewertet. Ja. Yeah. Also wissen die Teilnehmer das? Ja, also inzwischen wissen die das, aber ich weiß jetzt nicht, wann die Bewerbung eingeschickt wurde. Ja. So. Ist jetzt auch nicht miserabel, so, aber... Das sollte trotzdem einem klar sein, dass wenn du dich bewirbst, sollst du natürlich ein Auftreten mitbringen, weil es vor allem als Rapper so. Ja, ist ganz klar. Ja, Auftreten fand ich jetzt auch jetzt nicht so überragend, würde ich eine 1 oder 2 geben, ich würde sogar eine 1 sagen. Mhm. Flow war aber ganz ordentlich. Flow war gut. Ja. Da würde ich eine 3 geben auf jeden Fall. Ohrwurm hat... Mir ist gar nichts hängen geblieben, also vom... Ohrwurm, ne? Ja. Muss also auch sagen, sehr gut gerappt, aber mir ist halt echt... Das muss man sagen, bei dem Refrain so, das war ja so Melodie und so, ne, mit Autotune und so, aber auch das war jetzt nicht so irgendwie voll die nicht innovative Melodie, dass man sagt so, okay... Ja. Das bleibt jetzt hängen, weißt du? Das hatte ich auch. Da würde ich auch eine 1 oder 2 tendieren. Ich gebe sogar, ich gebe den dann eine 1. Und bei Lyrisch fand ich den aber ordentlich, würde ich eine 3 geben. Ja. So, ist eine faire Bewertung. Ja. So, der nächste Künstler ist Jalous. Marjo, kennst du den guten Jalous? Ehrlich gesagt nicht, aber der Name, den habe ich schon mal irgendwie gehört. Ja, ist ein TikToker, hat glaube ich über 500.000. Hatte auch einen Boxkampf gegen Younes Amiri. Okay.
hatte der verloren gehabt. Ja. Das Ding ist, ich weiß halt wieder ein Ash-Rap. Den hatten wir mal bei Mois gesehen. Und deswegen ist eigentlich deine Meinung mir wichtiger, was du erstmal sagst. Und dann gebe ich also meine Also du hast schon eine Meinung dazu? Ich weiß halt wieder ein Ash-Rap, weißt du? Ich weiß, wie der One-Take ist. Ohne Studio und ohne nix. Deswegen bin ich mal auf dich gespannt. Okay. Lasst auf meinen Schultern mein Leben Drama, Mama. Ganz kurz, was, hast du das verstanden, was ihr sagt? Ihr seid nicht auf meinem Suchradar. Ja, Suchradar. Suchradar. Heute fliege ich hoch wie die Nase. Suchradar. Ist das nicht dieser Radar, wo man die Dragon Balls mitsucht? Nein, Bruder, es ist ein so, ihr seid Wort, nein, mäßig, ihr seid nicht so immer so. Ja, klar, so, was er damit sagen will, ist schon klar. Ja, die Message ist klar. Worterfindung. Ja, klar, habe ich Angst, auch vor Karma. Aber ich gehe mal weiter wie eine Saga. Sie wollen Koks und Gras. Saga? Ja, so eine Saga ist so was ganz. Die Dragon Ball Saga. Ja, genau. So eine komplette Staffel mäßig oder okay, Episode okay. oder. Ich will mehr als das. Ich fliege Richtung Mars, greife nach den Stars. Fahre 1000 Meilen, versteck der Schmerz in Zeilen. Immer schon allein, denn heute kann mich keiner heilen. Ich gehe weiter zum Mars. 0815 Reime, das greift ist. Greift die Stars. So, das ist Quatsch. So der Sinn. Das macht nicht so viel Sinn, was er sagt, weißt du? Nee. Über Kaschmir, Träume auf Papier, Melodien kreiere ich wie ein auf dem Klavier, Abstand von Abgier. Statt wie Kassien, prallen mit ner Rolex, aber leben noch von Hartz IV. Kusi meint, ich sei ein Diamant, er ein Schmuckmacher. Er meint, ich finde deine Nische wie ein Kunstsammler. Er ist weg und ich hoffe, er ging zu Allah. Grund, wieso ich heute scharf schieße, Fußballer. Stimm nach vorne, so wie Tsubasa. Stopp. Von Geh, lass direkt zum Voting gehen. Also, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden, ne? Was sagst du? Das Video ist gut. Also, stark. Aber so, man merkt auch, er ist, glaube ich, so ein bisschen Samra-Fan. Ja, übertrieben, ja. Ja, die Betonung, ne? Ja, ja. So dieses Langziehen. Ja, ich finde, so rap-technisch fehlt da noch eine Menge. Ja, also man merkt auf jeden Fall, der ist noch nicht lange dabei. Genau, das wollte ich sagen. Er ist auf jeden Fall noch nicht lange dabei. Aber wer weiß, ne, das ist so eine Sache. Stell mal vor, der arbeitet jetzt 1, 2, 3 Jahre hart an sich. Und vielleicht, wie alt, der scheint auch noch nicht so alt zu sein. Ja, ich glaube, in meinem Alter sogar. Ja? Ja, ich glaube schon. So 20, 22 ja. oder so. Da ist ja noch Luft nach oben. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben. Und ja, viel Luft. Im Vergleich zu anderen Leuten, die ich hier gehört habe, ist das auf jeden Fall nichts. So, der nächste Künstler heißt Ozan. Let's go. Der wurde auch kommentiert. Ja, sehr richtig, ne? So, dann bin ich mal gespannt. Ich komme in die Szene, guck die Stimme, sie ist ekelig. Von der Seite und zwar schleichend wie ein Assassin. Jammerin, ja, Nasadi, kick die Bats auf Kurmanji. Chitta Khosi, von RW bis zur Spritze. Wach da Assatim, das Rani, dich mindet der CSS. OZAM, ich sorg hier für einen anderen Flavor. Hörst du meine Stimme, guck, sie macht mich heute zum Attentäter. Dortmund City, der Kurdi hat einen Schaden. Hier siehst du Jippets in der Fresse, Koka in den Nasen. Dealer sind am Jumpen, als wären sie Gareth Bale. Mit den Händen an den Eiern, so wie Yogi Löw beim Game, ey. Schreib die Reime und das, bis ich bei den Logen sitz. Gegen das Gesetz, guck, ich fick die da oben sind. Merk dir meinen Namen, Bra, denn es macht bald schon Krach. 100 Dinger sind verpackt, Blitzeinbruch in deiner Stadt. RPG an die Brüder hinter Gitter. Keine Zeit, schlag dein Knochen zu nem Splitter. Wir sind Pusher, wir sind Ficker. Das Leben, es schmeckt bitter. Ich hab keine Zeit für 9-to-5, ich lebe hier im Winter. Schreib die Texte, scheiß auf jeden, der da war. Mein Vorbild war nicht Tupac, sondern Kommandante Guevara. Es ist OZAN, lass die ganze City brennen. Im schwarzmatten Cayenne roll ich über deine Gang, Ewa. Oh, Bruder, jetzt krieg ich auf deine Mann. Ich finde den echt stark. Der hat eine Message, der sagt was aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Der bleibt im Kopf. Und das ist immer das Wichtigste nach dem Song. Wenn du aus dem Song rausgehst, hast du noch was im Kopf. Ja, weißt du, Melodie, 100%. Ohrwurm, eine Flow-Passage, irgendwas. Und der Junge weißt du? Ist hungrig, ne? Man muss sagen, bei ihm, der rappt mit Energie. Mhm. Man merkt, der Junge hat Bock drauf. Ja. Der will was erreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt explizit für dieses Format gemacht hat. Und wenn ja, dann ist es auf jeden Fall, der nimmt die Sache ernst. Ja, ja, ja. Und die Texte finde ich auch sehr stark. Oder dieser Vergleich mit Yogi Löw. Ja, ja, super. Mhm. Das super, ist, Bruder, geil, Bruder. Der ist cool. Auch so von Türkisch auf Kurdisch fand ich auch cool. Ja. Das hat Image. Ja, weißt 100%. Du? Image. So, beim Flow fand ich, ich fange unten an. Flow fand ich sehr interessant. Würde ich tendiere zwischen 4 und 5. Mhm. Ich würde da tatsächlich auf eine 4 tendieren. Ohrwurm hatte ich jetzt nicht, deswegen kann ich da jetzt eigentlich auch nichts bewerten. Deswegen würde ich da halt eine 1, gebe ich eine 2. Lyrisch fand ich ihn wiederum sehr gut. Mhm. Würde ich auch eine 4 geben. Kannst auch 5. Ne, 4, 5, ja, gebe ich 5. Brandneu fand ich den. Jetzt, der hat seinen eigenen Style. Ja, safe würde ich eine 4 geben. Und optisch ist
Luft nach oben auf jeden Fall. Ne? Man hat den jetzt nicht gesehen, war vermummt, aber der hat gut mit der Kamera gespielt. War ein gutes Gesamtpaket, würde ich auch eine 4 geben. Ja. So, ist ganz fair. 4 ist korrekt. So, abstimmen und weiter geht's. Hör mal ganz kurz zu. Lass euch mal hier mein Mikrofon richten. Au, Digga, muss ich jetzt ja auch noch arbeiten. Hör mal deine Fresse ganz kurz. Hör mal zu, Kollege. Ey, yo, ich baller auf die Beats und pack mein Jarak aus bei Beef und habe aufgehört zu kiffen. Seit mein Vater nicht mehr dient, krieg sein Messer in die Brust. Reihe sette ich die Hut, ich wichse 7-mal am Tag und danach mess ich mich im Puff. Ah, hey, ey, diese Szene, sie ist fake. Manchmal bin ich F1-RST und manchmal bin ich Sale. Komm, wir treffen uns beim Goldhändler. Denn ich treff mich nur mit Schnappen, die besser lutschen als Deutschrapper. Ihre erste Frage ist, wollen wir zu mir fahren? Und ich sage sorry, aber hast du vielleicht Weed da? Sie sagt ja, zu Hause hab ich sogar 4 Gramm. Sie will meine Nummer, deshalb geb ich meine IBAN. Sie will Ski fahren, doch wir fahren zum Burger King. Ja, denn sie weiß, dass ich ein guter Zuhörer bin. Oi, Gaki, riech am Pistest. Icon war ganz cool, doch wegen mir landet ihr Index. Geil. Geil, Alter. So, Bruder Majo, du fängst wieder an. Finde ich auf jeden Fall sehr stark. Auch unterhaltsam. Ja, ne? Ja, 100%. Lustig. Der Junge kommt auch authentisch rüber. Man merkt, es ist ein Straßenjunge. Ja. Und ja, finde ich, feiere ich auf jeden Fall. Ja. Ich würde mir nur für die nächsten Runden mehr von diesen lustigen Vergleichen wünschen. Weißt du, von diesen asozialen, ich glaub, coolen Vergleichen. Ich glaube, das macht ihn aus. Ja, ja. So seine Art. Man merkt das auch, wie der dabei grinst. So, der feiert selber, was er auch rappt und safe. So. Und es kommt auch cool, also es kommt auch authentisch. Mhm. Der rappt, glaube ich, auch nicht seit gestern. Ja, ja, 100%, finde ich auch. Ja. Ach, stark. Ich hab den übersprungen. Egal, den, wie hieß der? First, okay, den muss später in der App neu bewerten. Sorry, First, ich kann dich leider nicht live im Video bewerten. Tut mir leid, Bruder. Ja, egal. Hast du außerdem weiter geskippt? Ich hab verkackt, Bruder. Der nächste Künstler ist sehr interessant, ne? Das ist ein Künstler, der ist noch nicht lange in Deutschland. Mhm. Der hatte ursprünglich das Intro für 50 Shades of Grey auf Englisch gesungen. Okay. Und der ist jetzt neu in Deutschland. Okay. Und da darfst du komplett die Punkte geben. Ja, okay. Das ist komplett dein Ding. Okay? So, perfekt. Let's go. Du diese Moves. Wie kannst du nur so verflucht sexy sein? Halt deinen Finger auf den Mund und Baby, sag, woher hast du diesen Arsch? Wie du dich bewegst, mag ich. Sag, woher hast du diesen Arsch? Warum bist du so eine Baby? Ach, das war's schon. Okay. Ich fand die Stimme am Anfang interessant, aber dann hat es auch schon bei mir aufgehört, so. Also, so. Aber wie findest du den so? Sei ehrlich. Also so, optisch ist das halt irgendwie gar nichts, ne? Und so vom Sound. Der versucht so nett wie möglich. Ja. Sag einfach, Bruder. Boah, es ist auf jeden Fall für mich, ich feier den null. Auch die Lyrics und so, ne? Das ist auch echt gar nichts. Alter. Die Lyrics und die Optik beißen sich ja auch. Ja, ja, voll. Ja, voll. Ich habe auch sein Gesicht erst später gesehen, als er so ein bisschen dann geflext hat. Da habe ich erst gesehen, was der Kollege. Aber aus welchem Land kommt der denn? Hast du aber das Gesicht noch nie vorher gesehen? Weißt du, wer das ist? Wer ist er? Den habe ich eingesendet. Das ist der Colin. Der Chef von Icon. Den habe ich eingesendet. Niemals. Doch, doch. Doch, doch, das ist der Gründer von Icon. Ach du Scheiße. Und jeder macht sich halt, das ist so ein Meme-Song geworden. Und ich habe den eingesendet und ich weiß, das ist halt nicht das Beste, so, weißt du? Und da war ich auf dich gespannt. Ach, Kacke, ja. Aber Colin, jetzt hast du gehört, wenn du optisch so eine Maschine werden willst wie Majo. Colin, komm, wir gehen zusammen ins Fitnessstudio ein bisschen. Und dann drückt er dich auf der Bank. Und danach gehen wir nochmal ins Studio zusammen. Ja, ich bin auch keiner, der so. Ich mache ja auch selbst Love-Songs und so. Deswegen habe ich am Anfang gedacht, das könnte vielleicht. Aber dann war auch ziemlich schnell dann klar, dass das doch nichts ist. Ja, so, den brauchen wir auch ja nicht bewerten. Brauchen wir nicht bewerten. Nein, nein. So, der nächste Künstler ist aber gut, ne? Der nächste Künstler ist Donton. Den hatten wir gestern schon gehört. Und wir hatten auch schon, wir wissen halt, wie der rappt. Deswegen musst du jetzt wirklich deine Meinung sagen. Diesmal jetzt kein Spaß. Okay. Diesmal ernst, Bruder. Bro, nach dieser Night wird es nie wieder so sein. Damals noch andere Menschen waren young, dumb und doch blind. Mein Op will auf mich shooten, ich beende das tonight. Meine Jungs sind ihn am Suchen, wir beenden das tonight.
Bro, nach dieser Night wird es nie wieder so sein. Damals noch andere Menschen waren young, dumb und auch blind. Mein Op will auf mich shooten, ich beende das tonight. Meine Jungs sind ihn am suchen, wir beenden das tonight. Ha, tonight wird er platt gemacht, sein Gas hat der für uns abgepackt. Weil er weiß, ich heute Abend wird schnapp gemacht, denn der Wichser hat mich leider abgefuckt. Ha, es gibt keinen Kom, nein, wir kennen kein Right und kein Wrong. Hier gibt's keine Rechnung mit Bong, Pussy, mach mir nicht einen aus Strong. Ja, meinen eigenen Augen nicht glauben, ich glaube, sie spielen nur mit meinem Vertrauen. Er ist nicht mein Bro, ich kann nicht auf ihn bauen, er ist ein Idiot und so leicht will ich schauen. Er war zu oft am Fliegen, er hat sich zu viel Lot geknallt. Dachte, er kann uns besiegen und ist dann in ein Loch gefallen. In ein Loch gefallen und der Kopf am Knallen. Ich hör den Devil wieder reden, er ist okay, Majo. Wie gesagt, wir kennen ihn ja schon. Mhm. Deswegen würde ich mal wissen, welche Punkte würdest du geben? Wie findest du den und ja, was sagst du zu dem? Ich finde auf jeden Fall, der ist zu diesem Punkt brandneu. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Der ist gut gekleidet und so, ne? Sein Sound ist auch richtig vibig. Ja. So, ich finde die Melodien krass. Er hat eine sehr gute Stimme. Seine Rap-Parts waren auch on point gewesen. War richtig gut. Lyrisch war das jetzt kein Meisterwerk, aber es kommt sehr authentisch und sehr nahbar für die Leute, glaube ich. Sehr was? Nahbar, so, also die können sich damit identifizieren. Ach so, ja, ja, safe. Und ja. Ja, ich stimme dir fast bei allen Punkten zu, außer beim Rap-Part, da ist noch Luft nach oben. Genau, richtig. Ne? So, das also, ist das Einzige. Ja. So, aber also, alles das andere. Das meinte ich, das war jetzt so kein Meisterwerk lyrisch. So. Manchmal erfordert es aber auch nicht, dass es das stimmt, immer lyrisch ein Meisterwerk sein muss oder voll krass ist. Manchmal sind es doch einfache Worte. So einfach für das Fanpublikum so einfach auch cool, so, weißt du? Ja, der hat halt einen Vorteil, seine Stimme. Ne? Genau. Und dann kommt es sich immer auf die Lyrik 100% richtig, an. Aber der hat auf jeden Fall Potenzial in meinen Augen. Auf jeden Fall. Ja. So, dann, ja, was würdest du dann an Punkte geben? Das wäre mal interessant. An welchem Punkt jetzt? Also jetzt brandneu. Brandneu würde ich ihnen so eine 4 geben. Ja, okay. Hab ich auch drin. Sehe ich genauso. Optik? Ja. Würde ich ihnen auch eine 4 geben? Ja, sehe ich genauso. Technik würde ich ihm auch eine 4 geben. Flow? Also ich. Flow. Ja, da kann man ihm auch irgendwas zwischen 4 und 5 geben, würde ich sagen. Weil die, wenn ihr, bewertet ihr beim Flow auch die Melodien? Ja. So wie ja, die ja. gesetzt sind, ja. Ne? Also ist auch irgendwas zwischen 4 und 5 gesagt. Ich würde eine 4 geben, tatsächlich. Und was sagst du beim Ohrwurm? Hatte ich jetzt nicht so. Also ich fand jetzt, die Melodien waren richtig cool und so. Er hat auch eine sehr interessante Stimme. Aber es war jetzt noch nicht der Punkt, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt voll weggebeamt. Aber bleibt die Melodie im Kopf, finde ich? Ich habe sie jetzt wieder vergessen. So. Ach, krass. Aber, aber ich glaube, noch ein paar Mal hören könnte er schon im glaube ich Kopf schon. Bleiben. Ja, Ohrwurm könnte man den schon... Na, 3, 4 so. Ich würde eine 4 geben. Mitteldingeigentlich. 4 hätte ich auch. Ich würde eine 4 geben. Ja. Und lyrisch? Ja, da ist auf jeden Fall viel Luft noch. Würde ich auch. Würde ich eine 3 geben. 2 oder 3 schon sehr nett. 2 und 3 hätte ich auch. 3 schon sehr nett. Ich würde eine 3 geben. Okay, gib ihm. Ne? So, ist eine coole Wie macht ihr das eigentlich? Manchmal vergibst du die Punkte und manchmal... Also grundsätzlich bin ich... Also wir haben 4 Jury-Votings. Und jeder gibt seine eigenen Punkte. Also jetzt gebe ich zum Beispiel meine Punkte und er schreibt sich die gerade ja auf parallel. Und er votet dann nach dem Video. Okay, verstehe. Ja. Aber bei dem wusste ich halt, der ist gut und ich weiß halt, welche Punkte ich gegeben hätte, aber ich hab's ja genauso gesehen wie du. So, deswegen passt da alles. Wie immer, ich reiche keine Hand, doch deines ist gibt 4 Finger. Fünfstellig im Monat ist heutzutage für mich kein Thema. Bis Ayala Gamer fragt, mich nicht nach ein Zehner. Zeige kein Gesicht, die meisten werden schon eingeklickt. Wenn du zu viel Scheiße frisst, machst du jede Scheiße mit. Dankbar für die Zeit, die mir gezeigt hat, ja, ich kämpf allein. Teufel lacht der Engel, weil keine im engen Kreis. Hey, ich geb Gas, bei Grün-Rot ist egal. Mit Bleifuß aufs Pedal, mach die Scheiße nicht bezahlen. Bra, bin ein Star, auch ohne Likes und Blown. Haken, du siehst mich in Toastbar, den LK sind die Rauchstraßen. Ist kein Spaß, ich setz an und schieß scharf. Mach deinen Manager klar, 5-0 nimmt ihr ein Vertrag. Ein Dealer, bleib Dealer, hab die Augen auf Profit. Du niemand, wir drehen, ich hab die Tau, ich sind der Jeans. Ich bin wieder verklatscht, am Lieferweg im Park. Der Alpina, wie man mag, kein Delight. Der hat eine sehr, sehr nasale Stimme, ne? Ja. So, aber ich finde, das ist auch so das einzig Interessante, also für meinen Geschmack so. Von ihm. Ich finde, da fehlt halt eine Menge an
Also sein Flow zieht sich. Sehr monoton. Ne? Mhm. Und auf Dauer wird das sehr richtig, sehr langweilig schnell. Und da ist auf jeden Fall Luft nach oben, da muss er viel ändern. Der hat was Interessantes thematisiert. Ich bin kein Star, auch ohne blaue Haken. Ne? Mhm. Weißt du, was jetzt einfach, wie heißt dieser Dingens nochmal, dieser AD? Zuckerberg, Mark Zuckerberg oder ja. So. Der will jetzt einfach, du kannst jetzt in der nächsten Zeit einen blauen Haken monatlich mieten. Ach, krass. Ja, dann ist ein blauer Haken. Für eine Summe, ne? Ja. Ja. Dann hat jeder, Bruder, dann hat jeder das. Ja. Dann ist das nichts Besonderes mehr, Bruder. Ja. Ja. Was würdest du sagen? Boah, komm, gib du mal deine Punkte. Ich finde den gar nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was mich gecatcht hat, war seine Stimme. Aber mehr ist da jetzt auch nicht hängen geblieben bei mir. Originalität würde ich eine 2 geben. Also bei brandneu? Ja, und das ist schon sogar, glaube ich, sehr nett. Ja, 2 würde also, ich auch geben, sehe ich genauso. Optics. Ja. Optisch fand ich, okay, würde ich eine 3 geben. Ja, 2, 3, ne? So. Ja, optisch würde ich eine 3 geben. So, was sagst Flow du? Flow hat sich sehr gezogen, ein 2. Aber wie war der Flow im Allgemeinen? Nur weil der sich gezogen hat, heißt das nicht, dass er schlecht sehr ist. Sehr monoton. Okay, was so. Sagst du, Macho? Flow fand ich jetzt auch nicht irgendwie außergewöhnlich. 2, ne? Ja. So, Ohrwurm gab es ja gar nicht. Ne. Ne? Also, dann lassen wir das da bei einer 1. Und lyrisch war eigentlich nicht schlecht. Lyrisch war nicht gut. Fand ich auch nicht schlecht. So, lyrisch würde ich eine 3 geben. Ja, so. Ja. Ist fair. So, der nächste Künstler heißt Atta. Haben auch schon die anderen Jurymitglieder gewotet, wir noch nicht. Gucken. Let's go. Straßen an Silvesternacht, es ist Mephisto, der in meiner Hood als letzter lacht. Guck, ich spreche Real Talk, man hört es raus. Mein Leben ist ein Ebenbild von Goethes Faust. Oh, verirren uns im Dschungel so wie... Ich hab hier voll die MC Bilal Vibes. Kennst du MC Bilal? Mhm. Ja? Yeah. Damals, ja, Mann. Stimmt. Erinnert mich voll an ihn. Tarzan, im Wissen Richtung ja, Paradies kannst du nicht schwarz... Ne? Übertrieben. Ja, 100%. Fahren. Die Wahrheit ist versteckt hinter getönten Scheiben. Leben steht geschrieben, warten auf die schönen Seiten. Manchmal bist du erst zufrieden, wenn du sitzt auf einer Million. Manchmal brauchst du nur eine Nachricht von der richtigen Person. Manchmal trennen sich die Wege wegen Interessen. Manchmal lässt deine Umarmung dich die Welt vergessen. Manchmal fühlt sich dieses Leben an wie Geiselnahme, weil dich Vertraute unterdrücken in der Seitenstraße. Grad genießt du deine Aussicht auf einer Kreuzfahrt. Morgen gehst du unter auf der Suche nach dem Neustart. Könnte auch viral gehen mit Shisha-Bar-Rap, doch Löwen kriegen ihre Beute nicht auf Silbertablett. Alter, Rap ist back, Junge, diesmal lade ich scharfe Gans. Bleibe wie ich bin und scheiß auf eure Akzeptanz. Ja. Voila, er ist cool. Interessant. Safe. Ja, du hast das gerade thematisiert, so ein bisschen mit Love-Songs und sonst so Deepness. So. Mhm. Wie würdest du das hier finden? Finde ich cool auf jeden Fall. Also ich finde das lyrisch auch interessant. Ja. Auch die Sachen, die er sagt, das trifft, ne? Finde ich gut. Ja, safe. Ja. Sehr malt auch schöne Bilder im Kopf. 100%, ja, schöne Vergleiche, gute Nomenreime gesetzt. Ja, auch brandneu ist, das ist ein Problem. Brandneu ist es nicht mehr. Das ist es nicht mehr. Weißt du, das ist sein einziges Manko. Da kriegt er leider eine 2. Optisch fand ich jetzt auch nicht. Aber es passt zu dem, was er gerappt hat. Genau, aber ja, da hast du recht. Das ist aber eine 3. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass er jetzt der. Ja, ja, auffälligstes, ne? Das stimmt. Karl Lagerfeld ist, glaube ich. Ja, Flow war halt auch sehr monoton, ne, aber... Aber das ist halt, Flow, das passt dazu. Passt halt zu dieser Art von Rap, ist es schon der richtige Flow, ich mal. Und das fand ich schon gut. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er auch vielleicht schneller rappen könnte und so. Bestimmt. Genau, es ist ja ein Bewerbungsvideo so. Ja, das Problem ist jetzt, ich kann den jetzt aber nicht schlechtere Punkte geben, nur weil der nicht den übelsten Flow drin hatte. Weil in dem, was er gemacht hat, war es gut. Ja. Weißt du? Ja. So, richtig. Das ist das Ding. Und da kriegt er eine 4. Ja, ist korrekt. So. Ohrwurm hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Da kriegt er eine 2. Lyrisch würde ich zwischen 4 und 5. Da würde ich eine 5 geben. Ne? So. Würde ich auch. Ja. So. Hat er sich verdient. Ja, 100%. Der nächste ist Es ist Mo. Ist auch ein TikToker. Mhm. Hat sich durch einen Freund von mir beworben. Der hatte früher... Kennst du Cody? Name, sag mir was. Also, der hatte mal mit denen einen Song. Und ach, ist das dieser Song 3 Euro? Ah, okay. So, der ist das, genau. So. Frage, wann komm ich hier raus? Ja, mich jagen diese Plagen. Wem soll ich vertrauen? Das ist nichts für dich, denn ich hab noch Appetit. Rap-Para und die Scheiße, die ich mache, ist Musik. Du kennst leider nicht die Regeln von dem Spiel. Heute hol ich 20 G-Klassen, wenn ich sag, ich komme mit G's, okay? Packe die Flossen Rhymes auf einer Ebene mit Hunger. Und deine kleine Heupalle wechseln ständig unsere Nummern. Klopf, klopf an deiner Tür, paar Jungs marschieren ein. Ihr Freund gerät unter Panik und seine Marschiri war im Kopf oder Zoll. Es wird risky für den einen oder anderen, weil der eine macht die Ausbildung, der andere ist ein bisschen kranker. Aber nicht vergessen, dass ich eines Tages in einer Villa chill und Businesspläne von mir verwirklichen will.
Ey, ich halte nicht an. Willst du ein Unikat, Bro? Ja, dann schnapp ihn dir Land. Es dort. Ey. Das ist ein interessanter Künstler. Könnte so der nächste Kennern werden, ne, von Icon 5. Aber der erinnert mich auch so vom Ripsy bisschen so an den alten Nemo, finde ich. Bisschen, ganz bisschen so. Ich fand auch seine Gesangspassage am Anfang war ganz cool gewesen. Auf jeden Fall. Und der Unterschied zu den anderen ist halt, das ist kein aufgenommener Song. Ne? Er hat live performt und hat auch den Text konnte er noch nicht halt abgelesen. Mhm. Dafür war es eigentlich ganz gut. Ja, ne? Ja, 100%. So, und ich denke, im Studio kann er sehr gut kommen. Ja, denke ich auch. Brandneu ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten, deswegen kriegt er da eine 3. Optisch, ja gut, er saß da, aber er hat es gut rübergebracht, er hat es gut performt, ist jetzt nicht schlecht. Ne? Mhm. Nur weil er jetzt nicht steht oder sonst, das heißt das nicht, dass er eine schlechtere Punktzahl bekommt. Deswegen kriegt er von mir da eine 3. Ja, aber findest Brandneu ist nicht zu viel, ich würde ihm da eine 2 geben. Also, ich persönlich. Musst du natürlich selber wissen so. Nee, ich würde dem tatsächlich eine 3 geben. Flow fand ich auch recht ordentlich, so im Mittelfeld, ne? Würde ich auch eine 3 geben. Ja. Ohrwurm, ja, wir haben jetzt halt spät angefangen in der Hook, aber ich glaube, wenn du die ein bisschen mehr gehört hättest, dann wäre es eigentlich ganz ordentlich, würde ich auch im Mittelfeld geben, so. Ja. Würde ich eine 3 geben. Und lyrisch, ja, ist mir jetzt nicht so viel im Kopf geblieben, muss ich sagen. Diese eine Line war cool, irgendwas mit G-Klassen. Ja. Wenn ich sage, ich komme mit G's, dann komme ich mit G-Klassen. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ja. 20 G-Klassen. Ja, genau. Da würde ich auch eine 3 geben. Ja. Das ist auch so ein Mittelkanal. Ja, doch. 3. Ja, safe. Doch dafür meine Mike schreie, ey, yo, for life. Baby, ja, ich weiß. Du denkst an mich und schreibst, doch ich habe keine Zeit. Ich sorge für meinen Stammbaum vor. Rap-Gott, bin aus Labor. Ihr seid aus der Form, legen alle Steine in den Weg, doch ich lauf davor. Von Anfang bis Ende, ich bin am Anfang, sterbe als Legende. Guck wie ich handle, gerade noch Block, aber bald independent. Beamer, Benz oder Bentley, Truck, bin im Bad und Band Manager. Fuck Holland, aber Kelly, da wird die anstehenden Penny Mark. Du bist high sehr, ich bin sehr high. Zieh einmal und du pennst ein. Meine Sneaker, sie sind perweiß. Meine Weste ist nicht weiß. Doch dafür meine Nike schreie, ey, yo, for life. Baby, ja, ich weiß. Du denkst an mich und schreibst, doch ich habe keine Zeit. Meine Weste ist nicht weiß. Meine Weste. Also, Refrain finde ich eigentlich nicht schlecht. Mhm. So. Also, es hat auf jeden Fall was und das bleibt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen im Kopf. So, die Parts fand ich so sehr. So lala. So lala und hat man schon echt tausendmal gehört und teilweise auch waren ein, zwei gute Sachen bei, aber im Großen und Ganzen fand ich den Part nicht so gut. Es waren auch ganz einfache Reime, genau, ganz einfach. Ja, bei ihm ist das Ding, es ist sehr, sehr radiotauglich, so der Stil, den er fährt, ne? So, aber ich finde so, wie wird es sich im One-Take anhören? Mhm. Weil der arbeitet auch viel mit Doppelstimme und so und das ist halt nicht gegeben in dem Turnier. Ja. Und ich fand auch, seine Stimme hat mich jetzt nicht so abgeholt in dem Stil. Ich, so, das ist ja so ein Tilo-Ding. So auf jeden Fall. Ja, 100%. So, deswegen war jetzt nicht so ein Kandidat, der mich 100% abgeholt hat, muss ich sagen. Das Video haben die aber ganz cool gemacht, fand ich. Das Video war echt cool. Wäre das Video auch nicht so geil gewesen, hätte ich schon nach ein paar Sekunden gesagt, mach weiter. So ehrlich. Und als ich am Anfang gehört habe, habe ich so gedacht, mal gucken, wie der rappt. So, weißt du? Aber das war jetzt... Kurve war so nach unten mäßig. Aber rein objektiv gewertet, ist es brandneu, muss man sagen. Es ist doch, objektiv gesehen, ist es brandneu. Findest du? Ja, also es ist auf jeden Fall eine 3. Auf jeden Fall. So. Ja, optisch ist mir jetzt nichts im Kopf geblieben. Ja, muss man sagen, deswegen kriegt er da eine 2 von mir. Flow, ja, bei den Rappers, ja, war auch so ein Mittelding, ne? Würde ich eine 3 geben. Schon tatsächlich eher auf zwischen 1 und 2 gesagt. Ja, ich tendiere auch zwischen 2 und 3, da gebe ich denen eine 2. Das Ding ist, der Flow war sehr eintönig und der Beat gibt dir ja auch so ein bisschen den Flow vor. Das stimmt. Voll. So. Ja, lyrisch würde ich dem tatsächlich eine 1 oder 2 geben. Lyrisch gebe ich dir eine 1. Ohrwurm hast du, glaube ich, übersprungen. Ja, Ohrwurm mache ich. Doch, die Hook war gut. Ja. Ja, doch, doch. Bisschen. Hook war ordentlich. Let's go. Auf die Plätze, es gibt auf die Fresse, es ist Zeit zu messen, ich bin nice to faction. Reiß den besten Rapper der Competition in der ersten Runde schon ne kleine Fetzen.
Ich habe den Nerv, weil du willst. Besser, wenn du wieder nach Hause gehst. Schlüssel in den Adern und Schlüssel im Willen. Natasch, ich bin und bleib einfach nur mit. Ich zieh dir eine Diagonale, die Nase wird schief, denn es fliegt eine Gerade. Bin mathematisch zwar nicht die Eins gewesen, doch lädt eins und eins zusammen Seelen auf Trasse. Ich komme aus rechterem Himmel. Bitter, the sky is the limit. Ich klatsche mein Schwarz auf den Tisch und zerfick diese Challenge so wie eine Ho. Du persische Boss, dich Herz ist zerbrochen. Hör mit dem Beat an, fühlst in den Knochen. Bring diese Szene zum Siedeln kochen. War zu viele Gosse und zu viel besoffen. Gewinn digitale Pokale, Runde 1 Competition. Gewinn damals auf die Waage, aber scheiß da drauf, lass den Beat einmal switch. Das war schon. Interessant, aber. Ich finde den interessant. Ich auch. So also seine Stimme bleibt hängen, so, ne? Das Cerro El Mero Vibe, ne? Kennst du Cerro El Mero? Stimmt, ne? Ja, stimmt. Voll. Ja, Mann. Halt optisch Stimme. Komplett anders, ne? Ja. Also auch so, ich glaube, imagemäßig auch komplett anders. Ja. Aber du hast recht, stimmlich. Auch vom Flow und so. Ähnlich, ja, ja. Stimmt. Doch, jetzt, wo du es sagst, so, der trägt auch immer so Basketball-Shirts. Ja, ja, ja. Doch, doch. Ja, also stimmt. Optisch passt eigentlich ja. Ganz viel so. Ja, das Ding ist so, der Flow, irgendwann... Ich finde den echt cool. Ja, ja, er ist cool, er ist gut auf jeden Fall. Er wird eine ordentliche Punktzahl auch von mir kriegen. Mhm. Aber es ist jetzt kein Überkandidat. Ja, das weißt du, er ist einfach so ja. Über den Durchschnitt. Mhm. Weißt du, und dementsprechend kriegt er auch die Punkte von mir. Brandneu ist es jetzt... Ja, Drill ist nicht mehr so brandneu. Es ist sogar mittlerweile mehr ausgelutscht als brandneu. Ja. Aber es ist ein Mittelfeld auf jeden Fall. Optisch, er hat es gut gemacht. Er verkauft sich schon gut vor Kamera. Ja, finde ich auch. Ja, da kriegt er eine 4 von mir. Ja. Ne? Flow fand ich, das, was er abgeliefert hat, fand ich gut. Deswegen kriegt er da eine 4 von mir. Ohrwurm hat sich gar nicht. Also bei Drill hast du ja eigentlich fast nie einen Ohrwurm. Deswegen, ja, 0 ist immer übertrieben, Digga. Ist hart, ne? Weißt so. Du? Deswegen gebe ich dir eine 1. Ja. Weil 0 ist schon Ei, Bruder. So, und lyrisch fand ich ihn auch Mittelfeld. Ne? Ja, ist so. Okay. Ja. Ja. Der vorletzte heißt Rové 141. Ja. Bruder, ich bin kein Fan, der sagt das mal, kein Fan von diesen Zahlen. Ich hasse das, wenn Rapper irgendwann Zahlen in den Namen, das Bruder, gab's so halt hässlich. So viele, ne, deswegen ja. Ist er so ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Das ist nicht schön. Nimm du grüßt nicht zu, wenn ich sag, ich vergesse meine Brüder nicht, oder ne? Noch immer dasselbe wie damals im Park, will noch immer nur Bares sehen. Abonnement, wieder mal Pixel, du weißt, die gehen weiter in Normal. Una Motorola Parade, sein Kante like a Mobile, gebe Gas. Alla, geh Bassa, trage die 10, beweg mich auf Hose, gebe den Kurs an. Aber kein Butter, beweg Kapitän, und wenn sein muss, auf alle 30er und Bruder, bin ich behindert oder habe ich bis jetzt einfach nichts verstanden? Weil ich habe nichts gecheckt. Auch schwer verstanden, ja. Kein Wort? Ja. Hast du irgendwas verstanden? Der Beat's gut. Die Melodie ist aus, eigentlich hört sich nicht schlecht an. So, aber Sucuk sieht lecker aus. Video ist auf jeden Fall so Dings, ne? Ist cool gemacht. Ja, so Sommer-Vibes, ne? Fand ich aber nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber der muss auf jeden Fall noch an seiner Aussprache bisschen deutlicher werden. Ich habe nichts verstanden, kein Wort. Ne? Ja, nachdem du es gesagt hast, habe ich ein bisschen genauer hingehört. Yeah. Dann habe ich schon ein bisschen mehr verstanden, so, aber du hast schon recht. Ne? Ja, aber es ist schon anstrengend, wenn du bei einer Musik genau so, yeah. So dich anstrengen musst, ja. Zuzuhören, Bruder, weißt du? Es sei denn, du schaltest halt Kopf ab und sagst einfach, ich fühle jetzt einfach den Beat und den Rhythmus und seinen Flow und so. Ja. Aber, ja. Ja, der hat auf jeden Fall noch sehr viel Baustellen, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, so mit den Beats, ja, brandneu. Ja, würde ich also altmodisch ist es nicht. Nee, es ist schon eine 3 so, ne, ja. Auf jeden Fall. Optisch war ja ganz okay, ne? Ist jetzt nicht schlecht gewesen. Flow ist halt gut gewesen, ne? Auf so muss man sagen, der schon ne? Ganz cool. Fand ich sogar eine abgeliefert. Ja, eine 3. Ohrwurm hatte ich gar nicht. Muss ich also lyrisch gehen wir erstmal das Ding, Bruder, ich hab ja, wie willst du lyrisch jetzt werden, Alter? Ne? Also klar, bei die Leute, die es am Ende auf YouTube hören, die können natürlich zurückspulen, aber wir hören es ja nur einmal und deswegen bewerte ich auch nur für das erste Mal, deswegen gebe ich da eine 1 oder 2, ja. Bruder, 1. Ja, so. Ich kann nicht mehr geben. Mhm. So, und Ohrwurm, ja, fand ich auch, okay, doch, so die Melodie ist im Kopf geblieben, Bruder, muss man sagen. Der hatte so ein paar gute Melodien. Gebe ich eine 2.
Na, ist so. Okay. Eschito Kalito. Cooler Name. Ja, Mann. Eschito Kalito. Frankfurt. Kranker Flow auf dem Beat, Bruder, wie kein anderer. Bracker Show, Hashon Weed, Batsu, so wie Mandala. Dach nach Haus, wie du siehst, miese Fights hier, Maschara. Makrafon von der Street, weil ich schieß wie Baklava. Auf der Straße, Bruder, heißt es wieder alles oder nicht. Jeden Tag der gleiche Kampf, ja, man ja gegen blaues Licht. Hab halt alles in der Hand und auch scheißegal, wenn nicht. Hau und drauf, einfach ciao und wir gucken, wer gewinnt. Schöne Grüße aus 6-3, Deutschrap in Echtzeit. Sag Bescheid, wenn ihr andere Rapper endlich echt seid. Wallah, ich hole jeden runter, der mir keinen Respekt zeigt. Yalla, geh beiseite, Pisser, denn es ist Geschäftszeit. Ghetto, Ghetto, Wuli, Wuli. Süß immer Beat, die Zähne deiner Jungs schick ich dir in einem Brief. Warum will der Teufel, dass ich in alles so brenne? Das Mix Mastering ist nicht so ordentlich, ne? Finde ich. Warum will der Teufel, dass ich träume von nem Benz? Freunde von gestern support nicht, weil wir heute Stress haben. Doch pumpen heimlich meine Mucke, wenn sie Papas Benz fahren. Ich weiß genau, warum ich es geschafft habe. Durch die Scanner, die damals in meiner Stadt waren. In meiner Gegend bist du schon mit 13 Verbrecher. Höre ich Sirenen, geh zum Rauschgift, mein Besser. Zwischen Zell und Tür und Fenster sitzt jeden Tag ein Gangster. Und in 10 Jahren nach wird sich nie daran was ändern. Ja, komm, Bruder, du hast den ersten und du machst den letzten. Was sagst du, Majo? Bei ihm ist schwierig, ne? Bei ihm ist schwierig. Ich finde, er hatte gute Ansätze gehabt am Anfang so. Ich hatte auch eine hohe Erwartung und bei dem Beat und so von genau, der Erscheinung. Den melodischen Teil fand ich nicht so gut. Was heißt nicht so gut? Er hat nicht irgendwie so. Der Übergang war nicht so geil, aber man, wie du gesagt hast, Mix und Mastering und so was kannst du hier nicht bewerten. Ja, klar. Ich fand aber schon, dass er irgendwie ein solider Künstler ist. Ich glaube, dass er noch nicht so lange rappt. Und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja. Also so schlecht ist er nicht, auf gar keinen Fall. Ich finde halt, was er macht, also was er sagt, ist authentisch so. Ja. Es kommt auf jeden Fall authentisch rüber. Paar Flow-Passagen fand ich nicht so cool so, wenn man so zu viele Wörter in einen Satz quetscht und so. Mhm. Also Silben und so meinst du, ne? Genau, technisch, ja. Das fand ich halt, war noch nicht so gekonnt, aber ja, das würde ich, das ist so mein erster Eindruck. Was sagst du? Er bleibt doch optisch im Kopf. Das auf jeden Fall. Und Stimme ist auch gut. Er hätte das hier vielleicht kürzer halten müssen. Das war einfach zu lang. So wie Hasuna, ne? So vielleicht so 35 Sekunden. Aber hätte der das Ende so ein bisschen gekürzt, so, dann hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere Meinung im Banger. Ja, ich fang erstmal beim Flow an. Flow fand ich ganz ordentlich. Ne? Mhm. Flow würde ich ihm eine 3 geben. Ohrwurm hatte ich nicht. Ne? Mhm. Da würde ich den. Ist halt auch schwer, ne? Also ein Ohrwurm zu bewerten, wenn halt kein Refrain da ist. Oder? Ja, es geht auch meistens darum, so ist mir irgendeine Flow-Passage im Kopf geblieben, irgendeine Melodie vielleicht, ne? Steht. So, aber auch davon ist mir jetzt nach dem Song nicht viel im Kopf geblieben. Deswegen würde ich dem eine 1 geben. Lyrisch war ja jetzt nicht Müll, da würde ich dem Mittelfeld geben, eine 3. Ne? Optisch fand ich den vom Auftreten auch ganz ordentlich, würde ich auch eine 3 geben, ne? Ja. Und brandneu war es jetzt nicht so, da würde ich eine 2 geben. Du hast auch einen Künstler reingeschickt, ne? Den Vito? Genau, richtig. Das kam aus seiner eigenen Überzeugung auch. Ja. Der hat Bock gehabt, hier mitzumachen und wir fanden das auch super, ne? Ja. Ist ja auf jeden Fall, sind da auch viele Künstler erfolgreich dadurch geworden. 100%. Und das ist, glaube ich, eine super Plattform und der Vito ist ein richtig, richtig starker Rapper. Finde ich auch. Und der hat, also das, was ihr da gesehen habt, ist nicht mal 10-20% von dem, was er kann, so. Okay. Aber davon werdet ihr euch ja selbst noch überzeugen können. Ich bin gespannt. Weißt du, wie wir den gewotet haben, Alter? Hast du das gesehen? Ich habe das Video im Nachhinein zugeschickt bekommen und fand das auch verdient. Okay, okay. Ja, dann zeigen wir dir mal die aktuelle Top 100. Mhm. Ja, ich habe noch eine Frage vorher. Wie hast du den Vito gefunden? Ach ja, interessante Frage. Der Vito, den kenne ich schon seit 4 Jahren mittlerweile. Der wurde mir von einem Freund von mir gezeigt. Mhm. Und die haben gesagt, ey, da gibt es noch einen Tamilen, der gut ist, der richtig gut rappen kann und so. Dann hat er mir den gezeigt und habe ich den irgendwann mal kontaktiert. Dann kam der auch mal nach Duisburg. Ja. Der ist Berliner, ne? Der ist Berliner, genau. Ah. Und da hat sich auch dann eine Freundschaft entwickelt und über Jahre hinweg, ne, waren immer in Kontakt und so. Mhm. Und dann, als ich das Label gegründet habe, Ghetto Superstars, habe ich ihn dann gesigned. War das dein erstes Signing oder? War davor Silver oder so? Also Silver war mein erstes Signing, also so eigentlich zeitgleich. Okay. Also ich wusste schon, wenn ich irgendwann Label mache, dass ich ihn auf jeden Fall mit da reinhole ins Boot. Mhm. Und ja.
Okay. Ja, genau. Du hast ja echt viele Youngsters jetzt im Label, ne? Das ist echt geil. Auf jeden Fall. Auf stark, jeden Fall. Ehrlich. Ja, ja, ja. Geil. Macht auch Spaß. Dann zeigen wir dir mal die aktuelle Top 100 und den Zuschauern natürlich auch. Okay. Wir haben ein Azu auf Platz 1 immer noch. Mach mal unsere Cam nach links. Mach du das mal bitte. Wie setzt sich das zusammen? Geht das nach euren Bewertungen oder? Also die Jury-Votings sind quasi aus den 4 Votings. Ne? Dadurch ergibt sich das und dann hat die Community noch eine Top 50. Ah, okay. Und die Top 100 ergibt sich von Top 50 links Community und Top 50 Jury und dann rutschen die ganze rechts. Mhm. Zum Beispiel Vito ist von der Community aktuell der ersten Woche auf Platz 4. Mhm. Es ist gerade mal die erste Woche. Mhm. So, und es haben nur 100 Leute Zugang. Es kommen ja natürlich noch wahrscheinlich tausende Downloads dazu. Mhm. Beim Jurymitglied ist Vito auf Platz 3 mit 4,9, also ein Punkt hinter Hasuna. Hasuna ist heute erst reingerutscht durch 2 Votings, da musst du wahrscheinlich und Sandro auch noch. Und so sieht die aktuelle Top 100 aus. Ja, und wir haben ja auf jeden Fall einige interessante Künstler dieses Jahr. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger als letztes Jahr, aber auch umso mehr ist die Qualität höher. Ne? Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ich bin dann mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, der ist auch richtig motiviert nach den ganzen Votings und so, freut sich auch darüber, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, der wird da richtig gut was bewegen können. Ich hoffe, ehrlich. Ich bin gespannt. Ja. Es liegt immer am Künstler selber, weißt du, so, wenn er jetzt da reinkommt und denkt, ich mache hier alles platt und so, dann ist es meistens so, dass sie die Challenge verkacken, weil die sich zu selbstsicher sind. Er ist sehr bodenständig und was ihr von dem jetzt halt bis jetzt gesehen habt, war halt was aufgenommen ist, aber der ist halt ein Monster, was Live-Performance angeht. Ach krass, okay. So, egal wie technisch schwer seine Parts geschrieben sind und so, der kann halt wirklich live dir einen 16er durchrappen, so, da ist ja auch Atemtechnik gefragt und der hat eine sehr krasse Stimme und der bringt das mit einer Leichtigkeit rüber. So. Okay, da bin ich mal gespannt. Du machst dich das Outro, komm, Marge, du machst mal das Outro. Ne? Okay. Komm. Da rein? Ja, richtig. Folge 4, ne? Ja. So, Leute, danke an alle Kandidaten, die dabei waren. Das war Icon 5. Folge 4. Folge 4. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, wir waren fair. Liken und abonnieren. Noch was? Kommentieren. Und kommentieren, Leute. Dankeschön, dass du da warst, Bruder. Danke, dass ich da sein durfte. Haut rein. Ciao, ciao.